So, ihr seid wieder beim Medienkanzler und der Medienkanzler hat gerade wieder Besuch, denn es waren so Zeiten, es war Wendler gegen Wendler, da war noch Zeit. Ich muss mich hier verbiegen, weil er kommt gerade hier rein und ich hatte ja gar keine Lust, Filme zu machen. Aber seit gestern habe ich ja wieder Lust, Filme zu machen. Und da hat der Wendler halt gesehen und hat gesagt, da fahre ich hin und frage ihn, ob er Lust hat, wieder Filme zu machen. Da habe ich gesagt, jo, ich hatte Lust, wieder Filme zu machen, denn ne, da ist er. Ne? Genau, du sagst es, ja. Ja, ja, ich sehe natürlich voll... Ja, er hatte gerade vom Filmpool gerade einen Anruf, hat er gesagt, ich komme vorbei, aber ohne Toupet, ich war, ne, und so. Ne, er kommt mit dem Auto und so, hat er gesagt, ne, bei Filmpool. Ihr kennt Filmpool, nicht Brainpool, sondern Filmpool. Ja, er filmt nämlich gerade, ja, erzähl mal, ja, er filmt jetzt. Genau. Ja, gut, das sind ja so neue Dinge, die man so macht im Leben. Je älter man wird, desto verrücktere Sachen machen wir halt. Genau. Ja, jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir mal ins Fernsehen. Ja, ja, jetzt mache ich mal hier und da eine Rolle bei dem einen oder anderen Sender. Also nichts mehr singen, sondern Filme. Ja doch, das Singen lässt sich trotzdem nicht sein lassen. Ja, ja sicher, nee, der bleibt. Ja. Ja, vielleicht singe ich ja noch tiefer. Ja, genau, vielleicht singt er ja noch tiefer. Ich bin ja schon so tief gesunken. Erzähl doch mal, welche Filmaufträge waren denn? Du warst ja schon zu sehen. Ja, gut, die Sache wird jetzt erst ausgestrahlt. Das ist alles relativ frisch. Ja, darf man wieder nicht drüber reden, aber er kommt ins Fernsehen. Schaut euch ins Fernsehen. Genau. ARD, ZDF und also, WDR. Also die eine Geschichte war jetzt auch Sat.1, die genau. Jetzt kommt und jetzt gerade frisch aus dem RTL2 eine Sendung. Also da werden auch interessante Sachen kommen und ich habe gesagt, weißt du was, das macht mir sonst Spaß, ich nehme alles mit, was kommt. Sicher. Und deswegen werde ich demnächst des Öfteren mal nicht nur hier, sondern auch woanders zu sehen sein. Ja. Richtig. Ja. Also hier wird er öfter zu sehen sein und woanders erst recht im Fernsehen. Wie gesagt, RTL, Sat.1 und was war da noch? Ja. RTL, Sat.1. Die anderen sind noch nicht, aber die kommen noch. Sobald er bei ARD ist, wird er Beamter. Dann sehe ich ihn gar nicht mehr, weil Beamte kommen nicht vorbei. Ja, nee, wir haben uns ja immer lieb, wir haben uns ja jetzt wieder gefunden, wir haben eine lange Pause gemacht. Ja, musste sein. Und haben ja schon so verrückte Sachen gemacht. Das eine oder andere ist ja, glaube ich, noch im Internet irgendwo zu sehen oder nicht. Oder ja, auch. Also, ich hatte alles gelöscht. Wir fangen wieder neu an. Habe ich versprochen, wir machen wieder neue Sachen, weil die anderen sind ja alle nicht mehr da. Nicht verstorben oder so, aber sie sind nicht mehr da. sind nicht mehr da, aber wir machen. Wir leben noch. Wir denken uns Sachen aus. Ja. Die 59er sind übergeblieben. Ja, genau. Die Kampftruppe 59. Ja, genau. Die Kampftruppe 59 ist wieder da. Wir sind beide Zwillinge. Wollen wir mal klarstellen. Echte Zwillinge, ja. Ja, von Geburt an. Ne? Von Geburt an, ja. Und das ist der gebürtige Wendler. Denkt dran, ne? Nicht der andere, der die Pferde verkauft. Ein waschechter. Nein, aber wie gesagt, wir machen wieder Blödsinn. Wir haben wirklich was vor. Wir wissen nur nicht was. Ihr könnt ja mal Ideen einreichen, haben wir ja nichts gegen. Das ist eine gute Idee. Ich meine, wir haben ja auch eigentlich immer Ideen, die kommen ja dann sowieso wahrscheinlich irgendwann, aber wir sind für Vorschläge immer gut zu haben. Ja? Richtig, genau. Und könnt ihr auch dann bei RTL sehen, bei Sat.1 sehen und dann bei uns, bei Ultra HD Web TV, das bleibt auch. Wir beide machen das. Genau. Ihr könnt aber auch mitmachen, wenn ihr Lust habt. So ist es nicht. Das ist eine gute Idee. Ja. Genau, Freiwillige vor, für jeden Blödsinn zu haben seid und Spaß an der Freude habt. Aber nur 180, 150, wie die anderen auch, ist klar. Ne? Ja, die 59er sowieso. Ja. Nee, das war die Bezahlung. Also 59, das war dein Alter. Also ach so. 59, Kriegt man da Geld beim Film? Ja, man kriegt Geld beim Film. Also eine Hauptrolle bei Sat.1, 150 Euro, 180 Euro, habe ich also schon gehört. Also für alle Newcomer. Ja, das ist mein Beruf leider. Ja, das ist immer schön, was man alles so hört. Ja, ist so. Sat.1, Hauptrolle 180 Euro. Ja, gut. Jetzt kriegst du 150, aber egal. Ja. Da bleiben 115 über, aber das ist nun mal so. Ne? Boah, der Mann hat Sachen im Kopf. Ja, ne? Das geht so schnell. Du. Glaubt nicht alles, was der erzählt. Ja, genau. Nein, aber jetzt rutscht es schon ab hier. Ja, genau. Ich habe gar keinen Kaffee, auch bin trotzdem lustig. Wie kommt das denn? Ich habe aber leider keinen Kaffee da. Wird aber Zeit. Wenn wir wieder drehen, ist auch die Kaffeemaschine. Doch, habe ich da. Hast du verpackt? Da? Nein, ich habe eine bessere. Hast du eine neue? Ich habe eine ganz neue. Eine ganz so richtig, diese komischen Kapseln da. Reinstecken. Mit Kapseln? Mit Kapseln, ja. Habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt, habe ich noch nicht ausgepackt. Genau. Aber dann, wenn wir da... Ne? Ja. So richtig umweltschonend, die Kapseln. Da habe ich auch schon Ärger gehört. Genau, diese Kapseln da, sollen ja sehr umweltschonend sein. Ich nehme einfach die mit den Kaffeepads, weißt du? Ja. Und die kann man sich dann aufs Auge kletzen. Ja, so dann triefst du das Auge. Aber der Kaffee, der bleibt woanders. Aber aber das trocknet dann auch aus. Ja, genau. Aber egal, es macht auf jeden Fall Spaß. Ist umweltschonend, ja. Ja, sehr umweltschonend. Ich habe schon reichlich da gehört, ja, ist klar. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder anfangen, ein bisschen gezielten Blödsinn machen zu können. Ja, genau. Aber wirklich gezielten.
Ja, es macht ja auch. Star Wars habe ich ja lang genug gemacht. Ne? Star Wars. Haben wir ja 7, ne? Haben wir ja. Also ich habe Star Wars, Sammelfiguren-TV, Filmfiguren-TV. Aber wir haben ja auch sehr viel Blödsinn gemacht. Das habe ich halt von den Websites weggenommen, nur als Insider. Wir haben einfach mal Pause gemacht. Er hat einfach weggeschmissen den schönen Blödsinn, den wir gemacht haben. Nee, der ist jetzt müssen wir einen neuen Blödsinn machen. Ja, jetzt machen wir neuen Blödsinn. Ganz neuen Blödsinn. Ja. Mit ganz neuen Leuten. Richtig, richtig. Ja. Hoffentlich meldet ihr euch, ja. Also, wie gesagt. Ja, nicht aus Hessen oder so. Hier aus Essen. Mit Essen, E, nicht Hessen. Hessen. Ja, das ist zu weit. Wir können nicht. NRW in Nordrhein-Westfalen. Ja, NRW-TV. NRW-TV. Nicht vergessen. Genau. Ja, da wollte ich sowieso hin. Ja. Aber jetzt bin ich ja schon da. Ja, genau. Ja, das ist gut. Dann kann ich ja dann später einsingen. Ja, ja, genau. Werbung ist immer gut. Ja, in Düsseldorf. Ja. Der Sender steht in Düsseldorf. NRW-TV. Ne? Eingeben www.nrw.tv, da singt er dann. Ist ja Gott sei Dank nicht weit weg von uns. Nee, ist ja hier um die Ecke. Ist hier auf der Autobahn eben durch, das ist das nächste Studio. Er ist aber jetzt hier im anderen Studio, hier bei mir. Und wir denken uns wieder was Neues aus. Genau, dann gehen wir demnächst in Essen frühstücken. Ja? Genau. Nee, wir gehen in Düsseldorf frühstücken und hier arbeiten wir. Ja, genau. Und in Essen tun wir auch noch zu. Genau, 56 Kilometer ist ja nicht weit. Nee, der Sender ist ja direkt unten am Wasser. Da brauchen wir nicht mal einen Flieger, da können wir fast mit Fahrrad fahren. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Ja, schöne, gemütliche Fahrt. An der Baldeneysee vorbei, ja, genau. Ja, zwischendurch schwimmen wir noch ein bisschen durch den Rhein. Ja, genau. Ne? Ja. Kettwig ist auch eine schöne Stadt. Ja, genau. Alles klar. Ja, ist alles da. Mühlheim, Fellwort und naja. Ich grüße mal Fellwort. Ja, ich bin ja da so ein bisschen weggezogen von. Aber ich war heute noch mal da. Ja, du bist jetzt ein Mülheimer geworden. Jetzt bin ich Mülheimer, bin aber mehr in Duisburg. Der ist jetzt so bei Hannelore Kraft, weißt du, der gehört jetzt auch zur SPD, der ist klar. Ne? Ja, was ist denn das? Ist eine Firma. SPD ist eine Firma. Ne? Ja, sehr gut. Siehe Sprungbrett Deutschland oder ähnlich. Keine Ahnung. Ja, ich kam jetzt nicht drauf. Ich auch nicht. Aber es ist gut, dass du mir das erzählst. Ja. Also wir sind beide nicht politisch. Nein, überhaupt nicht. Nein. Überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Komm. Nee. Haben wir nichts mit der Mut. Nee. Wir machen Kreuz im Kreis und gut ist, aber wir haben nichts mehr mit der Mut. Damit ihr da mal anschlägt, ist klar. Ja. Ja, okay. Genau. Sollen wir noch was erzählen? Oder? Ich meine, die halten uns sowieso für beknackt, aber ist egal. Vielleicht machen wir so ein beknacktes Studio. Aber die haben recht. Ja, sie haben die recht. Aber. Das ist das Gute. Das ja, das aber Gute. Wir können das wenigstens. Wir haben es ja nur mal gelernt. Ne? Ja, genau. Ja, wir können, also eine Musiksendung, ich weiß. Also wir diskutieren jetzt offen. Ihr dürft jetzt zuhören, was wir hier jetzt diskutieren. Eine Musiksendung, eine Blödelsendung oder eine andere Sendung? Ja. Eine andere blöde so eine blöde Komplettsendung, alles drum und dran da. Ja, vielleicht lassen wir ja noch was Altes wieder aufleben, da gibt es ja noch so viele Sachen sicher, von früher, so zu unserer Zeit, ja, genau, so zu unserer Kinderstunde gab es ja viele tolle Sachen. Ja. Genie klappt jetzt nicht ganz, aber... Ja. Also wir sind so bei Matt Hexroom, kennt ihr noch Matt Hexroom, diesen Reporter da im Fernsehen? Also der Typ, der gerade hier eingeblendet wurde, genau den meinen wir, Matt Hexroom, genau. Ja gut, den habe ich irgendwie verpasst, glaube ich, aber wenn ich den noch mal sehe... Vielleicht kriegen wir den ja nochmal hin, ja. Ja, vielleicht, ja, so in der Richtung. Ja. Also ernsthaft, wir denken uns irgendwas aus. Genau. Wir lassen euch jetzt dran teilhaben an dem Spaß. Musik, also wir können ja Musik, wir können Action, ach, alles ist da. Und wenn ihr Ideen habt, reicht die uns ein und versuchen wir die umzusetzen. Ist kein Thema. Wäre ja auch so eine Maßnahme. Richtig. Wenn die Leute Ideen haben. Ja, klar, wir können ja alles mal aufgreifen. Ja, also sicher. Wie gesagt... Gib Gas, schmeiß mal was rein hier. Ja, gib Gas, ich will Spaß. Ich will Spaß. Dann schubst du mal irgendwelche Autos durch die Gegend. Kommen wir schon wieder zu Nena und Co. Genau, kommen wir wieder zu Blödelheiner. Ja, genau. Ja, wir können auch ernst. Wir können auch, genau. Würdet ihr uns beiden einen erstklassigen Kommissar hier, einen Kommissar in Essen, an alle Tatort, Leute, Tatort. Wir wollen hier in Essen so einen neuen Tatort machen. Wir beide werden auch da. Wir werden guck da, uns an hier. Also wir beide, Kommissar und Kommissarin. Ich baue mich um, ist klar. Du machst den... Keine Ahnung. Ich bin kleiner, ich muss den kleinen machen. Ja, leider. Ja, genau. Egal. Jedenfalls, das wäre ja auch mal ein Gag. Wir beide machen Kommissar hier. Aus Essen, aus genau. Essen. Genau. Richtig. Das so. Richtig. Ehemals Hans-Jürgen Felmi. Ne? Die Zeiten sind vorbei, leider. Ne? Genau. Und wir sind übergeblieben und deswegen sollten wir eigentlich aber so eine Krimiserie, Ja, das wäre auch eine geile Sache, oder? Ja, sicher. Ja. Also, wir brauchen Schauspieler, wir brauchen ARD, Tatort hier in Essen. Wegen der Bezahlerei kriegen wir noch hin, da reden wir drüber. Aber wir brauchen erstmal die Idee. Zwei Polizisten hier in Essen, die so richtig, die Themen sind klar, schreiben wir, machen wir. Ja, ich übe jetzt noch bei den anderen Sendern, wie sie richtig fit bin. Und ja, richtig. Kriegen wir das hin? Also, ich denke mal so vom Gesicht her, vom Erscheinungsbild. Ja, sicher, wie können wir Kommissar und Co. machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre eine geile Sache, ja. Dann aber so lustige, so wie Hubert und Staller. Genau, Hubert und Staller, ARD, WDR, macht
ARD Werbung, Entschuldigung, WDR hat damit nichts zu tun. Also Hubert und Staller könnten wir auch machen. Du. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, doch. Ja. Gute Polizisten, lustige Polizisten, so wie Hubert und Staller. Hätten wir richtig Lust drauf, aber nicht in Bayern, sondern hier im Ruhrpott. Ruhrpott-Polizisten, Hubert und Staller. Ey, das ist ja, die Idee genau. Ist nein, wirklich, doch. Wer zu ernst ist, wer zu ernst nein, ist. Wir sind nicht ernst. Nein. Ja, genau, wer zu ernst ist, wird mit Katzenscheiße erschossen. Genau, ist schon mal klar. Richtig, genau. Ne? Aber hier also, so Ruhrpott. Das muss lustig sein. Ja, sicher. Ja. Nein, so wie Hubert und Staller. Ja, so, oder Staller und Hubert. Staller und Hubert. Nee, ist klar, wir dürfen die Namen nicht nennen, das ist bayerisch, ist klar. Genau. Aber so in der Richtung. Nein, ja. Hätte ich jetzt Lust drauf. Doch. Dann machen wir Armin und Frank. Ja, nee. Nee, das hört sich langweilig an. Das hört sich langweilig an. Ja, dann suchen wir uns Alphons, nee, Quatsch. Ja, wir suchen uns einer, ihr habt ja vielleicht auch noch ein paar Ideen, ein paar schöne Namen rauszusuchen. Ja, sicher. Ja. Mal, wie hießen die Typen eigentlich so früher hier in Deutschland? Also Deutschland war ja früher mal Deutsch und da sprachen die Leute Deutsch und dann hatten die auch deutsche Namen. Was könnte man da nehmen? Hans-Jürgen Felmi, wie? Haverkamp, genau. Ja, der hieß Haverkamp. So. Ja. Ich meine, war auch so was Deutsches, Haverkamp. Aber Wir müssen dann anders heißen. Nicht Hubert und Staller, sondern irgendwie anders. Aber wir denken dran, wir besorgen uns die Uniform etc. pp., aber die richtige, ne? Ja, wir wühlen mal die alten Bücher durch, ja, da finden wir noch ein paar schöne Namen, weil viele sind ja ausgestorben, die gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Ne, ist richtig, aber apropos ausgestorben. Was kam da jetzt raus? Ach, was kommt denn jetzt Schönes hier? Hier, hä? 50er Jahre. Oh. Er müsste die auch noch kennen. Hä? Oh. Ja, hä? Er kennt die ja noch. Hier. Da sind sie doch. Da sind sie doch hier. Da sind sie doch. Hä? Genau. Ja. Da wachsen dann wieder neue Ideen. Ja, hier, das war noch Frau. Ja, da war ich da richtig schick, du. Ja, aber hey, da habe ich noch richtig Frisur gehabt. Also da waren wir noch beim Heimkino-Forum, waren wir da noch. Ja. Seitdem haben wir auch noch ausgegraben. Hier, kennt ihr noch? Ja. Nee, das war nicht. Aber wir haben noch mehr. Wir haben Heinz Drache ist auch da, so ist es nicht. Ja, aber das sind sie und die. Das ist doch interessant, wie viele Gesichter ich neuerdings habe. Ja, ne? Guck mal, ganz neue Gesichter. Ne? Ach, herrlich, nein. Ja. Also wir haben eine Menge, wir haben eine Menge vor. Ne? Also, ne? Ihr seht also nicht nur mich, vor allen Dingen ihn und dann uns. Ja. Aber mit was? Ja. Krimi, lustigen Krimi. Ja, Krimi hätte ich schon Spaß. Ja, ich auch noch. Richtig lustigen Krimi. Weißt du, wie man hat eine Knarre in der Hand und dann will man schießen, dann fällt das Ganze runter. So, fällt auseinander. Das wär, genau. Also nicht unbedingt Schimanski nachmachen. Nee. Wir haben unsere eigene Art, Krimi zu machen. Ja, also Hubert und Staller, die gefallen mir unheimlich. Deswegen machen wir auch gerade, es gefällt uns wirklich. Also Hubert und Staller, das ist eine tolle ARD-Geschichte. Könnte man. Man muss nur umschreiben. Bitte. Wir denken drüber nach und wir hacken was aus. Und wie gesagt, ansonsten für Anregungen und ja, so Ende des Jahres bleibt auch VR, ne? Virtual Reality. Vielleicht machen wir das mit Headset. Ist klar. Ja, irgendwie so lustig ist. Ja. Also wer mitmachen will, sagt Bescheid. Ne? Genau. Uns gibt es immer noch. Ja, wir fangen 2016 wieder neu an, weil wir brauchten die Pause. Die brauchen wir. Ja. Mir geht es jetzt langsam auch wieder besser. Richtig. Bin wieder ein bisschen frisch geworden. Genau. Ne, er ist ja, wie gesagt, im Filmgeschäft fett drin. Ja. Genau. Ne? Aber so weit von fett jetzt. Ne? Fetter geht's gar nicht. Also er wird demnächst nur Hauptrollen machen. Ja, auf jeden Fall. Also unter dem geht gar nicht mehr. Wollte ich gerade sagen. Ist unter meinem Niveau nachher. Also ARD, ZDF machen wir nicht. Das sind hier Gebührenfernseher, aber wir machen unser eigenes. Und wenn das einer haben will, kann er dann kriegen. Ne? Genau. RTL, könnt ihr unsere, ne? Oder Vox, oder, nee, Tele5. Ich werde gleich mal eben Tele5 angucken. Gut, dass ich keinen Fernseher habe. Ja, Tele5 ist gut. Tele5 ist gut? Ja, sicher. Die haben die uralten Schinken. Wir wollen ja uralte Schinken machen, vielleicht nehmen die uns. Ne? Ja, vielleicht passt dann die Sparte rein, ja. Ja, genau. So Tele5-Sparte oder so. RTL. Guck mal, da macht jeder. Vox macht auch jeder. Gut, jetzt ist Stefan Raab nicht mehr da. Jetzt könnten wir Stefan Raab nachmachen. Müssen wir aber das Studio von ihm mieten da. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, der ist sich auch satt gesehen, ja. Ja, das ist satt gesehen. Also wir wollen lustig sein, wollen aber nicht satt gesehen werden. Wir sind froh, wenn ihr uns einschaltet. Das ist schon mal klar. Immer schön den Knopf dann drücken und einschalten. Gewisse Uhrzeit, dann sagen wir dann alles noch. Ach, sicher sagen wir da alles noch. Aber irgendwie kriegen wir die Idee nicht. Wir fangen jetzt erstmal damit an. Ne? Wir sind zwei Polizisten, total durchgeknallt. Ja. So ähnlich wie Hubert und Staller. Siehst du, draußen ist schon ist genehmigt. Der Polizeiwagen hat gerade schon gehupt. Ne? Passt. Wir müssen nur gucken, welche Uniform wir tragen. Die originalen oder die anderen. Also man braucht ja auch nicht unbedingt rasiert zu sein. So wie gar nichts. Also wir sind ja die krummen Polizisten. Genau, wir sind die krummen. Ja, genau. Okay, dann sind wir natürlich Kriminaler. Kriminale können ja rumlaufen, wie sie wollen. Die anderen sind ja Uniformgurken. Ne? Uniformgurken in Blau oder in Grün. Ja, laufentechnisch sind wir auch nicht mehr die schnellsten. Nee, deswegen.
Deswegen. Dann machen wir da VX-Files. Ja. Früher sind wir hinterhergelaufen. Ja, genau. Ja, das passt ja. Ja, passt, das passt ja, zu uns. Ne? Genau. Scully, und wie hieß der andere? Heute lassen wir laufen. Ja, genau, heute lassen wir laufen. Ne? Genau, richtig. Ja. Lass laufen. Lass laufen. Vor 15 Jahren wäre ich auch gerannt. Ne? Ja, genau. Ist klar. Ja. Oder sowas ähnliches wie Cobra 11. Vielleicht nimmt uns sogar Cobra 11. Oh nee, wir machen unseren eigenen Scheiß. Ne? Alles klar. Stars gehen Hutch und ja, alles. Ja, ja. Die waren auch gut. Ja. Miami Vice. Ja gut, also da müssen wir uns noch so ein bisschen in der Maske... Ja, aber da wissen die heutigen Zuschauer oder nicht. Ach, die kennen das gar nicht mehr. Richtig, das ist dann die Y-Gesellschaft. Ach, die sind alle zwischen 15 und 35. Die sehen jetzt hier zwei alte Herren aus den 60, 70er Jahren. Also könnten wir denen ja jetzt ohnehin dann was vorspielen, wollte ich grad sagen, was sie nicht gesehen haben. Was die gar nicht kennen. Wenn wir sagen Miami Vice, dann wissen die gar nicht, was das ist. Genau. Ne? Ja. Oder Mad Hex Room wissen die auch nicht. Nee. Rasenmähermann wissen die auch nicht. Hans-Jürgen Felmi oder hier diese komischen, die ich gerade hier so hochgehalten hatte. Ja, genau. Hier ihn hier. Die ganze Bagage hier. Genau. Helmut Griem und Paul Klinger. Wer weiß denn noch, wer das ist? Ne? Ja. Ist klar. Genau. Ne, hier drüben hat ja wirklich der Drache gewohnt und der Drache, also das Drache. Unternehmen war auch hier oben an der Ecke, da war aber seine Schwester drin. Also wie gesagt, machen wir. Genau, wir machen jetzt einen. Also wir schalten jetzt ab und demnächst seht ihr uns als Polizisten. Tschüss! Ciao!